Du, das brauchst du nicht machen. Das ist nämlich Unterwerfung, gell? Da würde er mich. Ich hab da so einen Trottelhund, gell? Der mich da immer perforiert. Ja, genau. So, geht schon, läuft schon. Warte, muss man. Wie? Scheiße, Markus. Mach du mir noch nicht das da. Ja. Ich geh jetzt allen. Fahrt der fort. Welche ist das jetzt? Die rechte. Linke. Die linke, das ist der große. Big Ball. Das ist der Big Ball, Markus. Machen wir schnell, dann lassen wir den schwimmen. Ja. Kann ich nicht mehr jetzt. So, ganze 3 Minuten später, der nächste. Geht's so runter? Ja, passt schon. Das ist der Fotograf. Ja, das ist definitiv ein Schwarener. Größere Köder, größere Fische. Es schaut so aus, als ob das eintreffen würde. Warte, ich dran. Ja, das ist er da. Perfekt. So, drehen wir um. Die Seiten ist die schönere, Marc. So, Marc, erzähl mal, was spürst du da? Boah, ich spiel da Rekord. Wirklich? So. Kingfischer am Rückweg. Aber sie sind noch weit weg. Ja. Warte, Hüfter. Jeppi. Scheine, kompakter. Ich bin ja eh Schweinebacke. Ja. Genau. Super, Marc. Der holt sich auch schön. Ja. So releasing, gib ich mit dir schon. War Mark. Auf jedem Gewässer ist natürlich auch am Binnenquidern eine Frage, welches Rig fischt man hier am besten. Also grundsätzlich möchte ich sagen, man sollte einfach ein einfaches, sehr robustes Rig fischen mit starken Haken. Und ja, das war es dann auch schon. Hier sind viele Steine im Wasser, es sind viele Hänger drinnen, also wirklich einige Möglichkeiten, wo man Fische verliert, sprich das Rig reißen kann. Deshalb entscheide ich mich für ein beschichtetes Material, das man vorne abziehen kann. Und bei mir hat sich eigentlich immer ein Blowback-Rig bewährt. Der Fisch saugt die Kugel ein, der Ring gleitet nach hinten, Haken fällt nach unten und hakt immer oder meistens schön im Idealfall in der Unterlippe. So. Das Griff zum Video, zum Dings, also Produktion. Ja. Also kann man nicht wussten, dass in der Leine da haben wir ein tolles Box von liegen. Das ist ein 70.000 Euro, das glaube ich ganz einfach. Schaut sich den an. Die haben Motorrad erwischt, liegst du unten. Skarabäen, Skulpturen wurden jeder Mumie beigelegt
Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie einen lebendig live. Ja, es ist jetzt schon vor der Laichzeit Anfang März in Marokko da. Super Fisch. So, lass mal schwimmen, oder? Ja. Und wie Torpedo raus. Diesmal gefangen auf einen Light Rig, den ich heute in der Nacht ausgelegt habe. Fische sprechen auf Attraktivität, Auffälligkeit an. Deshalb funktioniert auch so ein Light Rig hier. Super geil, schaut euch den schönen Fisch an. Danke sehr. Sehr schön in der Unterlippe. Vorsichtig im Entfernen. Wir lassen es da, ich glaube, es ist der Einheimische. So, das war's mit unserer Insel, Donkey Island. Wir fahren weg. Es ist vorüber. Marc, bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Ja? Ronny? Sehr zufrieden. Auch zufrieden. Eine Momentaufnahme von Markus. Markus, wie war der Trip? Mega. Ja. Gut gefangen. 4 Fische am Tag. Wir sind die 20 Kilo hinein. Wir sind sehr zufrieden. Sagt der Chris. Ja, da los. Nur kleine Papers gehabt. Der 39er Spiegler ist im Netz gekommen. Ja. Er war vorher Fischer. Ah. You was Fischer before. Fisherman. Yeah? Yeah. Yeah? Yeah. And you catch a mirror carp. Yeah, yeah, yeah. 39 Kilo. Yeah, yeah. Yeah. 39 Kilo. Total. Oh. Die Wurmfischer haben wir noch erzählt, 25. Naja, aber jetzt ganz ernst genommen ist er der Rekordhalter von den Fischern. Ah, das ist doch hier leider. Ja. Also, meine Damen und Herren, Ralf Emmerich ist nicht der offizielle Rekordhalter, er ist es. What's your name? Ja, Chucky. Chucky. Okay. Chucky ist der Rekordman hier. Ja. On this lake.